Irgendwo im Nirgendwo kämpft sich Lukas durch die Schikanen seiner Mitspieler. Nee, das sind keine Schikanen, das sind taktische Züge, natürlich wie immer. Trotzdem frage ich mich, was passiert ist die letzten beiden Parts? Wäre auf jeden Fall interessant, das herauszufinden, doch die Regeln sehen es leider vor, dass ich den nächsten Part erst dann aufnehme oder die Parts dann ansehe, wenn ich fertig bin. Auf jeden Fall hat Luca das, was Erik nicht geschafft hat, das weiß ich auf jeden Fall, hat es mir nämlich erzählt, das, was Erik in seinem Part nicht geschafft hat, hat er geschafft, nämlich den Kampf gegen das Team Galactic. Oder so in der Art halt. Gegen einen Team Galactic Vorstand. Und unsere anderen Team-Pokémon, die wachsen auch im Level. Es ist sehr schön. Aber vor allen Dingen Olaf glänzt so richtig. Das merkt man auch daran, dass er jetzt Level 22 erreicht. Und wir lernen bis endlich mal eine Attacke, die nichts mit Pflanzenattacken zu tun hat. Und da vergessen wir doch gleich mal Fluch. Wer braucht das denn bitte schön? Ich brauche es nicht. Und das war's gegen diese Camperin. Ja, sehr schön. So, auch bei den Bären weiß ich nicht, wie es meine Kollegen handhaben. Ob diese einsammeln oder nicht. Mich kümmert's auch nicht. Bist du besiegt? Ja. Und die müsste eigentlich was geben, oder? Eigentlich. Die erklärt irgendwas mit Gerüchen. Du riechst so gut. Ja. Okay, die hat es schon erledigt. Interessant. Aber hier war noch nicht. Das merke ich daran, dass das Item noch da liegt. Also wir werden wahrscheinlich in diesen Wald reingehen, in diesen, wie nennt sich das nochmal, in den ewigen Wald. Also das ist nicht ewig, sondern da heißt nur ewigen Wald. Oder Ewigwald, je nachdem. Hier nützt unsere neue Attacke allerdings relativ wenig und das bringt es eigentlich. Nur, eigentlich nur was bei Geist-Pokémon, aber wir sind ja bekanntlich keins. Das ist jetzt Part 12, also mein vierter Part schon. Ja, es könnte durchaus einiges besser funktionieren. Aber ich habe es ja anfangs gesagt. In unserem Kollektiv sind leider nur zwei richtig gute Hardcore-Männer, die die letzten Spiele oft gespielt haben. Erik ist zwar auch ein Experte, was die alten Generationen angeht. Aber hier ist er eher ein kleines bisschen verloren. Macht ja nichts. Er kann ja auch nicht alles können. Das ist natürlich gefundenes Fressen hier. Plinfa ist ja ein Pflanzen-Pokémon. Da ist es natürlich relativ leicht zu besiegen. Auch wenn wir einen Volltreffer brauchen. Buh, wie gemein. Finde ich auch. Was sind wir nicht für gemeine Menschen? Supertrank, sehr schön. Können wir auch nur gebrauchen. So, hier sind wir eigentlich so gut wie fertig. Ja, das ist auch schon. Also Ewigwald, nicht Ewigenwald, sondern Ewigwald. Da fällt mir was ein, ich gehe mal geschwind zurück. Ich möchte euch das unbedingt zeigen, ich hoffe, es ist da. Kann das sein, dass Luca das nicht bemerkt hat? Beziehungsweise kann ich ja mal im Pokédex nachschauen. Kabador, Zubat, Kleinstein, Onyx. Wurde was anderes gefangen mittlerweile? Nee. Aber Ponita haben wir schon gesehen. Also ich weiß, es ist jetzt etwas umsonst, was ich hier gerade mache, aber ich gehe jetzt hier extra zurück, um euch Folgendes zu zeigen. Ich hoffe, es ist da. Ich hoffe es.
Ne, ist nicht da. Also anscheinend ist es noch nicht an diesem Freitag aufgetaucht, beziehungsweise Luca hat es besiegt. Ja, natürlich auch wieder so typisch. Nicht, dass es ein Team-Pokémon wäre, aber... Ja, es heißt übrigens Drifton. Ich habe den Namen vollkommen verschluckt das letzte Mal. Wir müssen auf jeden Fall voranschreiten. Vielleicht schaffe ich es wieder, Erik vor die Arena abzusetzen. Bamelin! Das ist sehr schön. Können wir direkt mal fangen, damit ich mich weiterhin distanziere. Ich glaube, es wurden keine Pokémon in den letzten Parts gefangen. Da wäre das doch mal wieder ein guter Anfang. Es sei denn, man hat meine Pokébälle verkauft. Was ich nicht hoffe. Okay, es wurde gar kein Fangversuch unternommen. Das ist interessant. So, Bamelin wäre gefangen. Ist ja auch so eine Art Sklave für Kaskade und Surfer, wenn wir kein Pokémon finden, das das kann. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand in unserem Team dann später kann. Würde mich auf jeden Fall verwundern, wenn es ein Pokémon gäbe, das das könnte. So, womit wir auch schon im ewigen Wald wären. Dort werden wir von einer, übrigens nice Kulisse, sehr dunkel gehalten durch die Bäume, werden wir von einer Person namens Reisa unterstützt. Hallo, mein Name ist Reisa. Und du bist? Oh, du bist also LPT. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. LPT, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich möchte durch den Wald gehen, aber alleine habe ich Angst. Ich habe gehört, dass hier einige dunkle Gestalten herumlaufen, die sich Team Galactic nennen. Ich denke, wenn man nicht alleine geht, ist man auf jeden Fall sicherer. Kann ich bitte mit dir gehen? Na toll, ich musste nicht mal mit Ja oder Nein das bestätigen. Ja, sie wird unsere Pokémon heilen, wenn wir in einem Kampf sind. Oder nach einem Kampf. Ja, Gegengift kann man ja immer gebrauchen. Ich glaube, im Latania-Wald, welcher ja auch relativ am Anfang dann kam von Pokémon Feuerrot und Blattgrün, oder halt in der ersten Generation, gab es auch sehr, gab es auch ein Gegengift in der Nähe. Ich erinnere mich nur schwer, hier werde ich übrigens kein Pokémon fangen, da meine Partnerin manchmal, aber sicher eine falsche Entscheidung trifft. Da setze ich am besten den Schutz ein. So, 100 Schritte werden wir geschützt. Hier gibt es auch sehr viele Trainer. Hier kann man Evoli zu Volipova entwickeln. Also per Level Up. Weil es ja so ein Stein ist. So ein Moosstein. So. Dann kommen wir auch schon zum ersten Kampf. Man kann die natürlich auch, wenn man geschickt ist, einzeln erledigen. Aber das ist natürlich so gemacht, dass wir die jetzt gemeinsam besiegen. Mit Chanera sind wir auf jeden Fall auf einer guten Seite, denn Chanera ist ein, von KP her, glaube ich, das stärkste Pokémon überhaupt. Man kann es natürlich bis 999 KP, glaube ich, ranschrauben, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Aber KP bringt sowieso nichts, wenn es sehr effektiv ist, dann wird natürlich schon einiges abgezogen. So, dann geht's mal hier los. Sind natürlich sehr gut dran mit Rasierblatt, eine Attacke, die beide trifft, dennoch setze ich kein Rasierblatt ein, denn... Wir haben hier ja auch einen Käfer, einen Schädling, wenn man so will. Das ist nicht so schön. Eierbombe ist wiederum schön. Vielleicht soll ich mal Pachirisu angreifen, weil Chanera greift immer das andere Pokémon an. Das ist so eine Gewohnheit. Naja. Ich schau mal auf unseren Score, wie viele Pokémon wir schon haben, ob wir uns den EP-Teil rasieren können. Ah, das heilt sich. Sehr schön. Wer es braucht, der es braucht. Also ich würde schon hier gerne raus, weil Erik könnte sich hier vielleicht nicht zurechtfinden. Weil es schon ein bisschen creepy ist. Nee, allgemein. Man wirkt halt ein bisschen verunsichert. Da wäre es besser, wenn ich uns hier schon durchziehe.
durch diesen durch das Schlammmassel. Vor allen Dingen, wenn jetzt wieder solche Kämpfe drankommen. Erik wird höchstwahrscheinlich nicht jeden Trainerkampf machen, was sehr schade sein wird. Aber ich vertraue da mal. Also man darf nicht immer Zweifel in Erik haben. Er ist ein relativ guter Spieler. Manches von ihm mag vielleicht nicht competitive sein. Und man fragt sich definitiv, warum er den ersten Bart bekommen hat. Aber hey. So geht das Ganze viel schneller. Und Level 23. Aber da ist ja gar kein Ziel. Also ich möchte auf jeden Fall im nächsten Part, den ich habe, nochmal hier zurückkehren, weil ich möchte nämlich Rotom fangen. Das wäre auf jeden Fall von mir so ein kleines Goal. Wenn man es als Goal sehen darf. Ach, und Chanera macht natürlich nichts. Also offensiv lässt es nichts anbrennen. Was sehr traurig ist eigentlich. Aber wir haben es geschafft. Also es wird hier nicht sehr leicht werden, vor allen Dingen durch die ganzen Käfer-Pokémon, die auch Flugattacken drauf haben. Wie die auch einen immer umzingeln, das ist unglaublich. So, jetzt sind wir automatisch geheilt. Schutz wirkt nicht mehr. Bringt ja, macht ja nichts. Es könnte alles ein bisschen schneller laufen. Ja, die sehen ja wieder ganz nach Psyche aus, aber gegen die sind wir leider auch ein bisschen unterlegen. Aber wir werden das Bestmögliche tun. Die haben auch nur zwei Pokémon, das ist sehr gut. Abra, jeweils Level 17, selbes Geschlecht. Macht wahrscheinlich dieselben Werte. Auch eigentlich müsste ich jetzt hier eine Unlichtattacke bringen, das ist eigentlich notwendig. Ja, vielleicht schaffen wir es ja so, die sind jetzt nicht so stark. Gegen Chaneras ist natürlich ein Verhängnis. Warum das nicht beide Pokémon trifft, erstaunt mich ein bisschen, aber. Das erstaunt mich ja so einiges. So, das erste Abra, das wäre eigentlich geklärt. Okay, das zweite auch automatisch. Ja, das war klar, dass es sich nicht hält. Linus, ist es etwa der Entwickler von Linux? Ich weiß nicht. Scheinbar nicht. Ich sollte vielleicht mal oben lang gehen. Oh, die Gestalten des Waldes. Sag ich nur Holla, die Waldfee. Ach, Flucht gescheitert, warum? Gut, nochmal. Ach, warum? Da wird halt eben gekämpft, meine Güte. Ob ihr es wollt oder nicht. Dann vielleicht fange ich ja sogar nochmal ein Pokémon. Wäre zwar etwas unnötig, aber ich glaube, das wäre relativ possibel. Okay, jetzt nicht mehr so. Ganz oder. Wenn man uns keine andere Wahl übrig lässt. Das reicht sogar für Level 24, sehr toll. Also nächster Arena-Kampf müsste eigentlich leicht sein. Ich hoffe, Erik kommt dahin, bis dahin. Ja, so weit komme ich nun auch wieder nicht. Beziehungsweise ich kann ja wieder überziehen. Ich möchte überziehen, weil ich finde, den Fortschritt, den ich hier mache, ist relativ. Hält sich relativ in Grenzen. Was sucht ihr eigentlich im Wald, Leute? Ich meine, ihr seid doch Psycho. Vom Typ Psycho. Und ich weiß, mein Pfeifen
hat mal wieder seine schlimme Phase erreicht. Ja, also so klingt es nochmal, was ich pfeife. Wir wollten mir eigentlich gar nicht hören. Anton Shield übrigens. So, Anton, das müsste eigentlich schon längst erledigt sein. Das, ich meine, es ist ein Wasser-Pokémon. Was erwartet ihr denn bitte schön von dem Gutherr, von der guten Ente? Und außerdem habe ich den letzten Part nicht überzogen, also kann ich mir das wieder leisten. Das macht mir überhaupt nichts mehr. Tja, ja, du hättest aber gut mehr abziehen können. Da bin ich enttäuscht. Ja, mein Mendite, oh mein Gott. Mendite oder meine Güte, Mengitis. Auch schlimm. Sich sowas anzusehen. Wir sind eigentlich relativ am Ende. Das kann gar nicht sein. Warum sage ich dann sowas? Da haben wir ein Item. Aber ist es eigentlich relativ zu Ende, dieser Weg? Der kein leichter ist. Und steinig und schwer ist. Ich bin wirklich gespannt auf die anderen Parts, weil das Problem ist leider, Leute, ich habe auch die anderen vier Parts von Erik und Luca gar nicht gesehen. Und da bin ich schon sehr gespannt und da bin ich schon excited. Beziehungsweise kann man eigentlich in die Arena, wenn man... Doch, man muss die Arena zuvor machen, bevor man ins Galaktikzentrum reingeht. Ja, sowas gibt's. Es gibt ein Galaktikzentrum. Ja, und das ist auch schon der Ende des das Ende des Waldes. Wald des Walters. Ja, des Walters, genau. Ich darf aber Erik da nicht absetzen, weil sonst verlässt er den Wald und das ist... Scheiße. Genauso wie das hier gerade wieder. Dann macht Luca eben den nächsten Orden. Es sei denn, Erik vollbringt das Wunder und rusht hier durch. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass wenn Erik dieses Untergrundkit bekommt, oder dieses Entdeckungskit, mit dem man in den Untergrund kann, dass er sich da irgendwie große Stücke draufsetzt, dass man da irgendwas machen kann. Ich hoffe, er macht den Fehler nicht, weil es wäre wirklich peinlich, weil dann kommen wir nicht voran. Im Untergrund werden wir nichts machen, wir werden so wenig Optionales wie möglich machen in diesem Let's Play. Das hat es überlebt? Oder das hat es überlebt? Die haben das alle überlebt! Die haben irgendeine Attacke eingesetzt. Ja, ich muss den Part beenden. Ich habe keine andere Wahl. Und ich wollte dann natürlich noch überprüfen, auf welchem Level die Pokémon sind. Oder eher was auf welchem Level, sondern wie viele Pokémon wir schon gesehen haben. Ob es da denn. Ob wir es denn veranstalten lassen können, was eigentlich, Grünstück, ob wir das Ding überhaupt einsammeln können oder ob wir bis dahin noch genug Pokémon sehen. Wir haben 34 gesehen, wir bräuchten jetzt theoretisch noch ein einziges gesehen haben, also, wartet, ich muss noch ein bisschen zurücklaufen, damit der Erik dieses eine Trainergespann nicht übersieht. Und ich weiß, ich habe gerade am Haar gekratzt, aber das liegt daran, dass ich heute Haarspray aufgetragen habe und das ist furchtbar. Ich würde eigentlich liebend gerne noch diesen einen Trainer machen, aber ich will nicht überziehen. Ah! Mann! Nervt mich jetzt nicht.
Ich schalte schon mal den PC an, nicht wundern, falls jetzt irgendwelche Geräusche kommen. So, auf zu den nächsten Trainern. Davor muss ich noch setzen, weil sonst ist alles verkackt. Die haben wir besiegt. Ach, wisst ihr was? Ich setze den jetzt hier einfach aus. Also, sorry, Ben Erik, diesen einen Kampf, den ich da übersprungen habe, weil ich gedacht habe, ja, es gibt hier noch ein paar Winkel. Wenn er euch diesen Kampf nicht zeigt, da er einfach nicht weiß, dass es hier noch was zu kämpfen gibt. Ich habe ihn jetzt in den Mittelpunkt des Waldes abgesetzt. Also ich hoffe, Luca, du verstehst, warum ich das gemacht habe. Einfach, damit er Erik noch diesen Kampf erledigt. Ich kann nichts dafür. Ich habe nicht gewusst, dass dieser Wald so klein ist. Und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns in zwei Parts wieder. Habt viel Spaß bei den anderen Leuten. Bei den anderen Leuten, ihr Leute. Und ciao.